Lektion 33. Es gibt eine andere Art, die Welt zu betrachten. Der heutige Gedanke ist ein Versuch zu begreifen, dass du einen Wechsel deiner Wahrnehmung der Welt, sowohl was ihre äußeren wie auch was ihre inneren Aspekte angeht, vornehmen kannst. Ja, wie du vermutlich inzwischen schon für dich verstanden hast, ist es unsere Wahrnehmung, die uns immer wieder entweder als glücklich oder als traurig oder als gequält oder als sorgenvoll erfahren lässt. Und wir können unsere Wahrnehmung jederzeit verändern. Das haben wir in der Regel in der Schule von unseren Eltern oder von der Welt nicht gelernt. Und wenn wir beginnen, die Welt als etwas anderes betrachten zu wollen, dann werden wir sie tatsächlich sehen. So machtvoll sind wir und so einfach ist es. Es bedarf nur der kleinen Übung, der kleinen Bereitschaft, die Welt auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Und schon wird es geschehen. Und wir müssen nicht definieren, wie wir sie heute sehen wollen. Wir müssen einfach nur den Willen aufbringen, die Situation, die uns Sorgen bereitet, die uns krank macht, in der wir uns als krank erfahren, in der wir uns in Situationen erfahren, die wir als Mangel darstellen oder wir glauben, dass uns etwas fehlt. Wir können einfach nur hingehen und sagen, es gibt eine andere Art, dies zu betrachten. Wir können hierbei unsere Augen schließen und den Satz immer wieder wiederholen. Und du wirst sehen, wie schnell wir dadurch wieder in die Ruhe kommen, in die Stille kommen und ein anderes Licht beginnt in uns zu leuchten. Und immer wenn wir das tun, leisten wir einen großen Beitrag zum Frieden der Welt und zu unserem inneren Frieden. Denn zwischen unserer inneren Welt, die wir als Gedanken und Bilder wahrnehmen, gibt es keinen Unterschied. Die äußere Welt ist dieselbe. Und gestern haben wir gelernt, dass wir die Welt, die wir sehen, erfunden haben. Und dazu gehört natürlich auch unsere körperliche Wahrnehmung. Und dazu gehört jede Situation, die uns traurig macht, die uns Sorgen bereitet oder mit der wir nicht klarkommen. Und alles, was wir erfunden haben, können wir auf eine neue Art und Weise betrachten. Es gibt eine andere Art, die Welt, dich und mich zu betrachten.